Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin euer Stormy. In diesem Video schauen wir uns mal den Brawler Barley an, was seine Stärken sind, was seine Schwächen sind und wie ihr den spielen solltet. Alles das erfahrt ihr in diesem Video zu Brawl Stars. Diese Woche könnt ihr auf meinem Kanal wieder 15 Euro Online-Guthaben gewinnen, sei es PSN, Google Play oder Paysafecard-Guthaben. Was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach. Ihr müsst den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, damit ihr keine Neuigkeiten zum Spiel mehr verpasst. Einen netten Kommentar, der zum Video passt, unter dem Video posten und dem Video einen Daumen nach oben geben. Dann seid ihr schon bei der Verlosung dabei. Den Gewinner werde ich nächste Woche im Video ziehen. Viel Erfolg euch allen. Und damit vielen Dank fürs Einschalten. Ja, ihr seht ihn hier schon eingeblendet. Mein Magier Borley Skin, den ich momentan spiele, habe. Ich habe ihn auf Rang 17, 407 Trophäen mit dem gesammelt. Power 7. Und bevor wir uns den genau anschauen, nochmal kurz der Hinweis, heute Nachmittag um 16 Uhr gibt es einen Stream, Brawl Stars, das Finale von Super Brawl Germany, dem ersten Turnier da von Super Brawl. Und ja, bin mal gespannt, wer es gewinnen wird und ich drücke auf jeden Fall allen Teilnehmern die Daumen, dass, ja, dass sie das schaffen und das Bestmöglichste rausholen. So, Barley, ja, was kann der so? Wir schauen uns den jetzt mal gemeinsam an. Ihr seht ihn hier eingeblendet, das ist der Standard-Skin für Barley. Seltenheitsstufe ist selten, Movement Speed ist 720 und ja, ihr solltet den also relativ früh im Spiel freischalten. Und ja, hier mal seine Lebenswerte. Er ist jetzt kein Tank, er ist eher so ein Low HP Brawler, also der mit wenig HP rumläuft, dafür aber gut Schaden machen kann. Und ihr seht es, auf Stufe 1 hat er 2400 Leben und auf Stufe 9 hat er 3360 Leben, also wirklich einer der Brawler mit dem wenigsten Leben. Aber ihr seht jetzt mal seinen Schaden oder seine Angriffsfähigkeiten. Er hat eine Nachladegeschwindigkeit von 2 Sekunden. Dann hat er eine Reichweite von 6,5 Feldern, das fehlt hier noch. Macht einen Schaden pro Sekunde auf Stufe 1 von 600 und auf Stufe 9 840. Ja, und ich glaube, der Gegner kriegt maximal 2 oder 3 Ticks, glaube ich, von jeder Blase, wenn er drin stehen bleibt oder von jeder Flasche, die kaputt geworfen wird. Das heißt, der Schaden rechnet sich da hoch und gerade mit der Ulti ist das richtig nice. Apropos Ulti, ihr seht es eingeblendet, seine Super hat eine Reichweite von 9 oder 8,5 Damage pro Sekunde, ist ein bisschen niedriger. Ja, auf Stufe 1 480 und auf Stufe 9 672 und er ja, wirft da eine ganze Menge von Flaschen weg und je näher ihr an euch ranzieht, desto kleiner ist die Fläche, wo die Flaschen hinfallen, sprich der Gegner, steht er da drin, ist er quasi instant down. Mit den Special-Fähigkeiten und so, wie man ihn spielen sollte, kommen wir gleich noch. Seine Ulti ist auf jeden Fall bärenstark. Ihr seht ja auch parallel ein bisschen Gameplay, das haben wir heute Morgen erspielt, war ein richtig geiler Run. Ich glaube, wir haben 60 Punkte plus gemacht insgesamt, oder 40 Punkte. Innerhalb einer sehr kurzen Zeit, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ja, es gibt drei verschiedene Skins, wenn man den Default-Skin mitrechnet, ihr seht das eingeblendete Default-Skin, dann haben wir den Golden Barley, kostet 30 Gems, das ist okay, und wir haben den Wizard, da muss man seine Supercell-ID verbinden, Video habe ich dazu schon gemacht, und das ist momentan einer der schönsten Skins, auch gerade, dass die Fähigkeit dann anders aussieht im Spiel, sehr, sehr genialer Zug von Supercell, so etwas umsonst rauszuhauen. Kommen wir jetzt zu seinem normalen Angriff, ihr seht ihn hier eingeblendet, unverdünnt. Barley wirft eine Flasche, die auf den Boden zerbricht und Feinden Schaden zufügt. Bleiben diese in der Pfütze stehen, erleiden sie Schaden über Zeit. Da steht man auch, sieht man auch Schaden pro Sekunde bei Power 7, 780, was eine ganze Menge ist. Seine Ulti brennt im Abgang. Barley schleudert brennende Flaschen, die einen großen Bereich in Brand setzen. Der geht aufs Haus. Schaden pro Sekunde 624, ja. Und ihr habt es ja auch sicherlich jetzt schon parallel gesehen, wie krass die Ulti ist bei Haste. Und ja. Hat natürlich auch eine Star Power und die wird, wie immer, wenn man ihn auf Power Level 9 hat, kann sie freigeschaltet werden. Und das Ganze nennt sich für medizinische Zwecke. Barley wird durch jeden Hauptangriff um 200 Trefferpunkte geheilt. Das ist bei seinem Leben, ja, er hat nicht so viel, ist das prozentual gar nicht so wenig und von daher ist es gar nicht so schlecht, das einzusetzen. Ja, wie sollte man den Guten jetzt spielen und was sind so seine Stärken und seine Schwächen? Erstmal hier die Stärken. Und er hat zum ersten einmal eine sehr, sehr lange Reichweite, ihr seht es auch mal eingeblendet, eine sehr lange Reichweite auf seinen normalen Angriff, ja, oder einen relativ großen Bereich, den er da Flächenschaden machen kann. Und damit kann er quasi die Gegner wie Sophie in Ecke treiben, ja. Das hat eine relativ breite Reichweite und man trifft sehr einfach den Gegner.
Aber es ist auch ein bisschen schwer, wenn der Gegner wegläuft und so ein bisschen weiß, wie der Gegner, also wie man spielen muss gegen den Barley, so zickzack läuft, wieder zurückläuft, dann kann man den aber auch ein bisschen austricksen da. Aber in alles in allem hat der eine relativ große Fläche, die er da betrifft oder bewirft. Und da kann er die Gegner gut mit steuern, wo sie hinlaufen sollen. Er kann ganze Gegnergruppen, wenn sie in einem kleinen Bereich, in einem kleinen Area stehen, auf einmal platt machen. Das ist halt auch krass. Ne? Er hat Flächenschaden und der wird irgendwie nicht weniger, wenn einer drin steht. Nein, alle bekommen gleichermaßen in der Pfütze dann Schaden. Und er kann, genau wie deine Mike, hinter Wänden stehen, hat also Deckung und kann über die Wände hinaus wegschießen, was insbesondere bei Haste, also bei Tresorraub, auch gut ist. Die Super von ihm macht Schaden über Zeit und hat eine relativ große Fläche. Das heißt, da kann man relativ viele Gegner auf einmal treffen und die Nahkämpfer können die dann finishen. Oder wenn man verfolgt wird, kann man schön die in Close Range werfen und dann macht die so viel Schaden, dass fast jeder Gegner down ist. Und man kann sie super, natürlich, wenn man die Gegner zusammengetrieben hat, da drauf werfen. Sie stehen vielleicht zusammen, relativ kleiner Bereich und dann kann man sehr viel Schaden machen. Die Schwächen, ja, sein Angriff hat ein kleines Delay, also von dem Moment, wo ihr loslasst, dass der Angriff rausgeht, bis er aufploppt auf dem Boden, dauert es ein bisschen. Deswegen muss man so ein bisschen vorzielen, so ein bisschen die Richtung vom Gegner ja, ahnen, wo er hingeht, damit man da gut trifft. Dann hat er natürlich seine Ulti, hat eine gewisse Zeit, bis sie komplett ausgelöst, also eine Cast-Time. Das heißt, wenn ihr in dem Zeitraum sterbt, geht nur eine oder ein paar Kugeln oder Flaschen eben raus und ja, ihr verschwendet die so ein bisschen. Deswegen passt da auf, setzt am besten die Ulti ein, wenn ihr gerade noch volle zu leben habt, dass ihr auch mal einen Hit aushalten könnt und die komplett rausgeht. Ja, wenn starke Fernkampfhelden wie eine Shelly oder auch Nahkampfhelden, sorry, Nahkampfhelden meine ich, wie Shelly, Bull, El Primo oder Mortis in seine Reichweite kommen, dann ist er natürlich gefundenes Fressen und ist instant down. Von denen wird er auch relativ gut gecountert. Wenn sie dann in Reichweite kommen, gegen den Bull, der ist relativ langsam, da kann man aber auch gut abwehren. Ja, aber wenn sie zum Beispiel im Busch stehen oder so und kommen dann close rein, dann ist der Barley halt relativ schnell vorbei. Noch ein paar Tipps und Taktiken. Es ist natürlich gut, wenn er hinter Wänden sich versteckt und dem Gras wartet und dann auf den Gegner wirft. Das ist einfach das Beste, was man mit ihm machen kann. Man steht außerhalb der Reichweite von den Gegnern oder eben hinter der Wand und kann denen Schaden machen. Sie kommen vielleicht rangelaufen, man kann sie sogar töten. Oder sie laufen weg und können nicht mehr angreifen. Dann ganz wichtig, wie ich auch schon gesagt habe, man muss vorausahnen, wo rennt der Gegner hin. Dann ist es optimal, wenn ihr halt so ein bisschen vorzielt, dass der Gegner schön reinrennt in die Pfütze und noch beim Durchrennen einen weiteren Tick bekommt, sodass er nicht direkt wieder ausweichen kann. Da ist es am effektivsten, wenn ihr das so macht. So Ulti sollte man natürlich aufheben, einmal für den gegnerischen Tresor oder wenn viele Gegner in der Nähe stehen, gerade bei Champcrab in der Mitte, wenn da ist. Richtig Action ist, alle drei Feinde da sind. Oder gerade Gruppenkeile ist bei der Bounty, beim Kopfgeldjagd, dann die Ulti drauf, dass möglichst viele in einem kleinen Bereich stehen. Dann kann man so viel Schaden machen und die alle Gegner vielleicht sogar auf einmal killen. Wenn jemand einen verfolgt, das ist ganz wichtig, rennt weg und versucht um eine Wand rumzulaufen und werft die ganze Zeit die Flaschen unter euch, dass wenn er hinter euch herrennt, den Schaden über Zeit bekommt. Dann habt ihr auch die Chance im Nahkampf, wenn ihr eine Wand als Hilfe habt oder einen Kaktus oder so, den Gegner zu überleben und ihn zu killen. Das ist auf jeden Fall auch ein ganz wichtiger Punkt, wie ich finde. Und ja, ich finde Barley richtig, richtig nice zu spielen. Haste ist ja halt wirklich ein Gott. Anderen Modus ist er okay, also der ist auch gut, ja. Er ist jetzt kein schlechter, der ist eigentlich wirklich vielseitig einsetzbar. Auch gerade im Duo-Modus, Duo-Showdown, wenn man einen Tank dabei hat, der Tank rennt einfach vor, man rennt hinter ihm her und wirft die Flaschen auf die Gegner und der Tank kann dann die Gegner finishen. Richtig gut, aber wirklich im Modus, wie wir ihn gespielt haben, Tresorraub, da ist er halt das absolute Muss-Hero und von daher kann man ihn da sehr, sehr gut spielen. Ich hoffe, euch hat das Video und dieser Guide zum Barley gefallen. Wenn ja, lasst gerne mal eine Bewertung da und schreibt gerne mal, wie ihr Barley findet und ob ihr ihn gerne spielt. Und schreibt doch gerne mal Themen rein, wo ich in Zukunft ein Video zu machen soll. Mich interessiert es einfach, was ihr gerne wissen würdet. Und dann bereite ich euch das vor und dann schauen wir uns das zusammen an. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und lasst auch gerne mal ein kostenloses Abo da, falls ihr neu da seid. Und wir sehen uns im nächsten Video oder heute Nachmittag im Stream. Macht's gut, bis dahin und ciao.